auch Ihnen, Frau von Samson, auch für die Einladung. Und ich bin sehr erfreut, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um meinen Ausführungen zu folgen. Also, mich hat der Film eben sehr beeindruckt. Nur muss ich Ihnen gestehen, ich fange jetzt nicht in der Altsteinzeit an, sondern ich fange in der Gegenwart an. Das heißt, ich mache einen Bogen von der Gegenwart in die Zukunft und dann kehre ich in die Vergangenheit zurück. Ich bitte Sie, mir zu folgen. Das ist ein ziemlich großer Bogen, ich weiß es, aber es geht nicht anders. Also ich habe natürlich von Haus aus mit Freude in der europäischen Kulturgeschichte und Mythologie gegraben und nach den Spuren des Matriarchats gesucht und ich wurde fündig. Aber als ich die Gesellschaftsform als Ganze beschreiben wollte, da kam ich an Grenzen, und zwar an die Grenze, dass wir in der Geschichte, also wir haben archäologische Relikte, wir haben Kunstwerke, sind uns überliefert worden, da und dort auch mal ein schriftliches Zeugnis. Das kann uns aber nicht das Bild der matriarchalen Gesellschaftsform insgesamt liefern, sodass, wenn wir mit der Geschichte anfangen würden, wir ziemlich viel Spekulationen einschieben müssten. Und das liegt mir als Wissenschaftlerin nicht so sehr zu spekulieren, sonst bin ich auf die Suche gegangen, wo ich denn nun genaues und detailliertes Wissen über matriarchale Gesellschaften erwerben kann. Das hat mich zur Ethnologie geführt, denn ich war der Meinung, dass man nur am lebenden Beispiel erkennen kann, wie matriarchale Gesellschaften, wie die Menschen darin leben, wie sie ihre soziale Interaktion machen, wie sie politisieren, auch wie sie ihre Rituale feiern. Darüber geben uns archäologische Funde, auch wenn sie zahlreich sind, keine Auskunft. Gut, dann habe ich mich über ein Jahrzehnt mit der internationalen Ethnologie beschäftigt und bin auf die Spurensuche gegangen nach noch existierenden matriarchalen Gesellschaften. Und ich fand sie. Auch es war ja erstaunlich, dass das niemand vor mir gefunden hat, denn dieses Schrifttum ist ja schon länger da. Aber es wurde dort unter völlig anderem Namen dargestellt und es wurden Theorien drüber gestülpt, die gar nichts damit zu tun hatten und so weiter. Das heißt, ich begab mich schon wieder auf, wie soll ich sagen, geistige Grabarbeit, um auszugraben, was da wirklich da war oder da ist. Es geht ja um die Gegenwart. Ich habe die große Freude, dass ich dann bei den Weltkongressen dann Frauen und Männer aus diesen Gesellschaften einladen konnte, dass sie dort zu Wort gekommen sind und über ihre eigenen Kulturen berichtet haben. Ich habe selbst eine Forschungsreise nach Südwestchina zu den matriarchalen Mosuo gemacht und so hat sich das Netz, das weltweite Netz zu diesem Thema immer weiter ausgeweitet und meine Kenntnis auch. Ich bin den indigenen Gesellschaften, von denen ich viel gelernt habe, außerordentlich dankbar, dass ich dieses Wissen erwerben durfte und dass ich es auch weitergeben kann. Darum möchte ich Ihnen die Prinzipien und die Lebensweise matriarchaler Gesellschaften jetzt kurz darstellen. Das mache ich anhand einer umfangreichen, beschreibenden Definition. Das ist der gemeinsame Nenner, den Sie alle haben, auch wenn sie in ihrer konkreten Erscheinung und Ausprägung durchaus verschieden sind. Das heißt, ich beginne mit der Gegenwart der heute noch existierenden matriarchalen Gesellschaften und vermittle Ihnen, was es damit auf sich hat. Denn da Sie weder in den Universitäten noch in den Akademien noch in den Schulen etwas von Matriarchat hören, kann ich nicht voraussetzen, dass die Frage schon klar ist, was ist das denn ein Matriarchat? Ich denke, manche von Ihnen wissen das, aber ich möchte es auf der grundsätzlichen Ebene nochmal darstellen. Grundsätzlich sind Matriarchate kein Spiegelbild des Patriarchats. Sie haben nichts mit Frauenherrschaft zu tun. Also dort stehen keine Frauen an der Spitze der Gesellschaft und scheffeln das Geld global in ihre Taschen. Dort gibt es auch in der Nacht keine Verfolgung und Vergewaltigung von Männern, gibt es nicht. Es ist auch nicht so, dass dort Frauen Männer in Sklavenarbeit für sich arbeiten lassen, um Pyramiden für ihre Grabstätten zu bauen. Das alles gibt es dort nicht. Also keine Frauenherrschaft.
Entschuldigung, ich lerne es gerade. Sondern matriarchale Gesellschaften sind grundsätzlich egalitäre Gesellschaften. Wobei egalitär jetzt nicht heißt, dass sie sich alle, dass es ist keine Gleichmacherei, sondern sie respektieren die Verschiedenheit zwischen Männern und Frauen, zwischen Jungen und Alten, zwischen verschiedenen Menschen mit verschiedenen Begabungen, aber sie machen daraus keine Hierarchie. Das heißt, die Gleichheit ist komplementär. Alle wirken auf der gleichen Ebene horizontal zusammen, so verschieden sie auch mit ihren Erscheinungsformen und Gaben sind. Das ist hier gemeint, Gesellschaft mit komplementärer Gleichheit zwischen den Geschlechtern und Generationen. Ein Grundprinzip ist die Balance. Das Balanceprinzip, es muss alles ausgewogen und ausgeglichen sein. Nicht nur das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, auch das Verhältnis zwischen den Jungen und den Alten und das Verhältnis zwischen den Menschen und der Natur. Das ist ein Grundprinzip, von dem wir viel lernen könnten heute. Denn in unserer Gesellschaft ist so ziemlich alles aus der Balance geraten. Die grundlegenden Werte, die sie haben, sind nicht die Werte des großen Mannes, der Macht, Konkurrenz und so weiter, Sozialneid und was wir so alles kennen in unserer Gesellschaft, sondern die Werte des Matriarchats kann man beschreiben als die Werte der Mütterlichkeit, der Fürsorge, des Nährens und Pflegens, der gegenseitigen Unterstützung, der Gegenseitigkeit und der Friedenssicherung. Sie haben sehr gescheite Spielregeln in ihrer Gesellschaft, die diese Werte sichern. Das heißt, wenn ich sage Mütterlichkeit, ist das keine romantische Angelegenheit, sondern die Mutter ist in ihrem Verhalten gegenüber den Kindern ist für sie der Prototyp. Davon leiten sie diese Werte ab. Das hat nichts damit zu tun, wie die individuellen Mütter sind, denn die können ja auch mal nicht so ideal sein, sondern es geht um den Prototyp der Mutter, die für alle ihre Kinder sorgt, für alle ihre Kinder gleich sorgt, wie verschieden sie auch sind, die nährt, die pflegt, die auf Gegenseitigkeit achtet und die Frieden sichern will, um dass die Kinder auch mit Sicherheit und in Ruhe groß werden können. Die moderne Matriarchatsforschung, die ich begründen konnte, hat natürlich ein umfangreiches Gebiet zu bewältigen, gerade weil sie neu ist. Das heißt, es gibt auch ältere Matriarchatsforschung, die aber sehr ideologiebeladen ist. Die moderne Matriarchatsforschung will die matriarchalen Gesellschaften in Gegenwart und in der Vergangenheit herausfinden und sie wieder ans Licht bringen. Mein Vortrag jetzt ist mal denen der Gegenwart gewidmet. Zu denen in der Vergangenheit mache ich im Anschluss an meinen Vortrag ein paar Bemerkungen anhand meines neu erschienenen Buches. Ja, jetzt möchte ich Ihnen auf den vier gesellschaftlichen Ebenen, die jede Gesellschaft hat, vorstellen, wie matriarchale Gesellschaften so aufgebaut sind und wie sie leben. Es sind die vier Ebenen der Ökonomie, der Sozialordnung, der Politik und die kulturelle Ebene, also Leben von Weltanschauung und Vorstellungen. Auf der ökonomischen Ebene sind alle diese Gesellschaften Ackerbaugesellschaften mit Subsistenzwirtschaft, Garten- oder Ackerbau. Es gibt allerdings auch einzelne Hirten-Nomadengesellschaften, die matriarchal organisiert sind, es sind einzelne. In jedem Fall leben diese Gesellschaften, überwiegend sind sie Ackerbaugesellschaften, agrarische Gesellschaften. Sie leben von dem, was sie an ihrem lokalen Ort oder in ihrer Region erwirtschaften können. Das heißt Subsistenz. Man führt nichts woanders hier ein. Sie müssen nicht unbedingt zu Weihnachten Erdbeeren aus Florida essen und zu Ostern Ananas aus Australien und so weiter und so fort. Sie leben von der Region. Von der Region und dem, was die Region ihnen gibt. Es gibt bei ihnen kein Privatbesitz an Häusern und Land. Das drückt auch ein schönes Sprichwort aus, das die Minangkabau, es ist eine matriarchale Ethnie in Sumatra, ich werde Ihnen dann noch ein paar von denen vorstellen. Sie sagen, Mutter Erde kann man doch nicht zerteilen und in Stücken noch verkaufen. Das haben sie natürlich an ihrer patriarchalen Umgebung gesehen, was für sie entsetzlich ist.
Also es gibt keinen Privatbesitz, sondern das Land, was zum Beispiel einen Clan bearbeitet, ist lediglich, sie haben lediglich Nutzungsrecht. Man kann es nutzen, dann kann es sich auch ändern, weil sie haben ein viele haben ein Rotationsprinzip, dass dann ein anderer Clan das Land nutzt, der Reihe nach, sodass das Land im Grunde niemandem gehört, sondern diejenigen, die darauf arbeiten, haben das Recht, es zu gebrauchen. Auch die Häuser sind Clanhäuser, die werden von allen errichtet und gehören dem ganzen Clan. Was sehr interessant ist, die Frauen sind nicht die Besitzerin von Land und Haus, aber sie sind die Hüterinnen von Land und Häusern. Die Hüterinnen. Das heißt, es ist eigentlich den Frauen in die Hände gegeben, die grundsätzlichen, die elementaren Dinge, die man zum Leben braucht, die haben sie in ihrer Verantwortlichkeit. Nämlich Häuser, Land und Lebensmittel. Weil sie, das ist die Auffassung in matriarchalen Gesellschaften, als die Clanmütter und als die Mütter von allen, die in einem Clanhaus zusammenleben, am besten für alle sorgen. Sie sehen ein sehr unpatriarchales Prinzip, nicht wahr? Sie haben dann ein interessantes Prinzip, denn es kann ja sein, dass ein Clan in so einer Gemeinschaft mal etwas mehr Erfolg bei der Ernte hat als der andere Clan, oder wenn sie noch Handelsgüter haben, dass durch Handelsglück ein Clan etwas mehr an Wohlstand erwirbt. Das bleibt aber nicht so. Bei uns würde dieser Wohlstand benutzt, um noch mehr Wohlstand und noch mehr Reichtum anzuhäufen, während dort machen sie Folgendes. Ein relativer Wohlstand ist für alle da, und bei den zahlreichen Festen, die sie feiern, wird dieser Clan eingeladen, um das Fest auszurichten, und das, was er an Überschuss hat, in unserer Gesellschaft sagt man Mehrwert, das wird an alle verteilt. Dieser Clan richtet dann die Festessen aus, es gibt zu trinken, es gibt Rituale, es gibt Musik, es gibt alles Mögliche, und er gibt das, was er hat, weg für die Gemeinschaft. Hinterher ist er ärmer als die anderen Clans. Dafür kommt bei dem nächsten Fest der nächste Clan an die Reihe, den fordert niemand auf, sondern sie kommen von selbst und möchten das, was sie an Gütern haben, an die Gemeinschaft weitergeben. Sie haben davon keinen Profit und keinen Gewinn, sondern sie haben davon Ehre. Und Ehre heißt, dass sie für ihr prosoziales Verhalten, das sie gezeigt haben, auch in Krisen, in Zeiten der Krise und der Not nie im Stich gelassen werden. Sie sehen auch, da spiegelt sich ökonomisch die Gegenseitigkeit, dieses mütterliche Prinzip der Gegenseitigkeit. Deswegen definiere ich sie auf der ökonomischen Ebene als Ausgleichsgesellschaften, die auf einem Kreislauf von Geschenken beruhen. Denn das, was die Clans bei einem Fest verschwenderisch den anderen geben, sind Geschenke. Dafür kriegen sie ja kein Geld. Es ist ein reines Geschenk. Es ist, wenn Sie wollen, eine Schenkelökonomie, die ständig für Ausgleich sorgt. Eine meiner Kolleginnen in der Forschung hat mal gesagt, die Feste, die sie feiern, und sie feiern viele Feste im Laufe des Jahres, Jahreszeitenfeste, Lebensstadienfeste und sonst noch was für viele Feste, fast jeden dritten Tag ein Fest. Diese Feste sind dazu da, sie sind der Motor der Ökonomie. Denn durch diese Feste sind die Güter ständig und ständig in Bewegung und können nirgendwo gehortet werden. Ja, überlegen Sie mal, was bei uns der Fall ist. Bei uns horten einige wenige mittlerweile fast die Güter fast des ganzen Weltankommens. So, auf der sozialen Ebene kommen jetzt sehr charakteristische Eigenschaften. Die matriarchalen Gesellschaften haben eine soziale Struktur, die auf der Mutterlinie beruht. Die Mutterlinie ist jetzt, ja, ich muss etwas dazu sagen, die Mutterlinie ist sehr, sehr alt. Die hat damit zu tun, dass in matriarchalen Gesellschaften kein Geschlecht gezwungen wird, irgendwie seine erotischen Freuden zu beschränken und das in einer Monogamie einzufangen. Sondern das Liebesleben der Frauen wie der Männer ist frei. Das heißt nicht, dass sie dauernd und dauernd, sondern so, ich habe selbst in der Gesellschaft, in der geforscht habe, habe ich mal die Frauen gefragt, wie lange denn ihre Liebesbeziehungen so halten. Da sagt die eine, naja, ein paar Wochen, die andere sagt ein paar Monate, die dritte sagt, mein ganzes Leben lang, ganz unterschiedlich. Und die Auskunft war, die Liebe hält so lange, wie die Liebe tatsächlich da ist. Das ist ein sehr weises Prinzip, nicht wahr? Sie nehmen nicht Rücksicht auf irgendwelches Ansehen oder die anderen Leute oder den Reichtum des Ehemannes und so weiter. Solange die Liebe da ist.
Bei dieser, also die Wahlmöglichkeiten haben sowohl Frauen wie Männer. Bei dieser offenen Liebesform, können Sie sich vorstellen, kann eine Vaterlinie gar nicht bekannt werden. Sondern, denn die Frauen haben die Kinder, die Mutterlinie ist durch Geburt immer sicher, denn Vaterlinie, erstens kann sie nicht erkannt werden und sie haben auch gar kein Interesse daran. Denn sie leben ja in dem Mutterclan, das heißt, stellen Sie sich das so vor, in einem Mutterclan, da ist die älteste Frau mit ihren Töchtern und Söhnen und ihren Enkelinnen und Enkel, Töchtern und Enkel, Söhnchen und noch ihre Schwestern und ihre Brüder, die sind alle in der Mutterlinie miteinander verwandt. Da fühlen sie sich geborgen und aufgehoben. Und die Männer vertreten bei den Kindern der Schwester sozusagen die väterlichen Aufgaben. Ich nenne das von unserer Perspektive her soziale Vaterschaft, weil die biologische Vaterschaft ist für sie uninteressant. Und diese Männer betrachten, sie sind praktisch der Mutterbruder, der zu den Schwesterkindern die männlich nächste Beziehung hat. Das ist für sie auch sehr einfach, denn er hat denselben Clannamen wie Kinder der Schwester, wie die Kinder der Schwestern. Während der Gatte aus einem anderen Clanhaus hat den anderen Clannamen, der hat also mit den Kindern und dem Mutterclan gar nichts zu tun. So ist ihre Auffassung, so ist ihre Ordnung. Sie sehen hier, es gibt verschiedene Heiratsformen, manchmal Wechselheirat zwischen zwei Clans, die aber auch eher symbolisch ist als tatsächlich real. Dann gibt es auch die Form der Besuchsehe nur über Nacht, das heißt, die Liebsten kommen zu ihren geliebten Frauen und ihren Gattinnen nur über Nacht, denn sie sind im Mutterhaus der Frau nur Gäste. Zu Hause sind sie im Clanhaus ihrer eigenen Mutter, dort haben sie Rechte und Pflichten. Ja, das hatte ich schon erläutert, dass sie Vaterschaft in unserem biologischen Sinne nicht kennen und auch nicht brauchen. Es ist gar nicht nötig, denn der Mutterbruder erfüllt ja dies alles. Und ich habe beobachten können, dass dass sowohl die Frauen wie auch die Männer sehr hilfreich und sehr liebevoll und sehr zärtlich mit den Kindern umgehen. Das heißt, der ganze Clan kümmert sich um die paar Kinder, die da sind. Das erinnert mich immer an den Spruch, den alternativen Spruch, den Sie sicher auch kennen. Der heißt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Ja, ich würde das etwas konkreter fassen. Ich würde sagen, es braucht einen matriarchalen Clan, um ein Kind gut großzuziehen. Denn da wurde das genauso praktiziert. Die Kinder leben in der Gemeinschaft und werden groß und haben viele Bezugspersonen. Sie haben natürlich bestimmte Regeln, also die Heiratsregeln, nehmen Sie die bitte nicht so wirklich wie bei uns Heiratsregeln. Heiratsregeln sind für Sie Verbindungslinien zwischen den verschiedenen Clans in einem Dorf oder auch in einer Stadt. Diese Heiratslinien und Regeln gibt es, werden auch symbolische Heiraten geschlossen oder eine Heirat zwischen zwei jungen Leuten, was ein Bündnis zwischen den zwei Clans ist. Die müssen das nicht ihr Leben lang aufrechterhalten, die können dann auch andere Partner wählen. Das Bündnis zwischen den Clans besteht trotzdem. Und das durchzieht ein ganzes Dorf oder eine Stadt. Das heißt, diese Heiratsregeln verknüpfen alle diese Clans in einem wechselseitigen System. Es ist ein wechselseitiges Hilfssystem. Denn jeder Mensch in einer matriarchalen Gesellschaft weiß, wem Verwandten er in direkter Linie, indirekter Linie oder um so und so viele Ecken herum was schuldet und von wem er auch in derselben Weise Hilfe bekommt. Es ist ein sehr reiches und differenziertes Netz der gegenseitigen Hilfeleistung. Ich nenne deswegen auf der sozialen Ebene matriarchale Gesellschaften nicht hierarchische, horizontale Verwandtschaftsgesellschaften in der Mutterlinie. Denn eine Hierarchie ist da nicht zu finden. Das ist eher nach dem Prinzip der Vernetzung. Heute im Internetzeitalter sagt der Name Vernetzung immerhin etwas aus. Das ist ein anderes Gesellschaftsmodell. Denn in unseren patriarchalen Gesellschaften haben wir immer das Hierarchische. Aber wie gesagt, das funktioniert bei Ihnen wie bei Computernetzwerken. Alles wird vernetzt auf horizontaler Ebene über Verwandtschaftslinien. Die Egalität und die Egalität und die Herrschaftslosigkeit dieser Gesellschaften wird gewährleistet durch ihr politisches Prinzip, das ist nämlich das Konsensprinzip. Das heißt, jede Entscheidung, ob in einer kleineren oder umfangreicheren Gemeinschaft, fällt über Konsens aller Mitglieder. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja, so interessant.
Also, ich will Ihnen das mal kurz beschreiben. Im Clanhaus kommen, wenn eine Angelegenheit entschieden wird, die den Clan angeht, kommen natürlich alle Clanmitglieder zusammen und beraten das, bis sie Einigkeit haben. Das ist bei Ihnen gar nicht so schwierig, denn die leben ja ihr Leben lang zusammen, kennen sich untereinander und wissen, was anfällt. Das geht bei Ihnen ziemlich leicht und schnell. Wenn eine Angelegenheit das ganze Dorf oder Stadtteil betrifft, dann fängt die Beratung wieder in den Clanhäusern an. Dann schicken die Clanhäuser Delegierte zum Dorfrat. Das können mal die ältesten Frauen sein, die Matriarchinnen, oder die angesehenen Mutterbrüder der Matriarchin, die bilden den Dorfrat. Aber dort entscheiden die nichts. Es sind keine Entscheidungsträger, sondern sie tauschen nur aus, was da im Clanhaus, in den verschiedenen Clanhäusern beraten worden ist. Wenn Sie feststellen, alle Clanhäuser sind schon einer Meinung, ist die Sache wunderbar und erledigt. Stellen Sie fest, Sie sind nicht einer Meinung, kehren Sie zu den Clanhäusern zurück, bringen die Information ein, was die anderen meinen, und dann beginnt die Beratung in jedem Clanhaus neu. Das geht so lange hin und her, dieser Prozess, das ist ein sehr kreativer Prozess übrigens, bis Sie im ganzen Dorf die Einigkeit gefunden haben zu einem Problem, was die Gemeinschaft des Dorfes angeht. Die nächstumfassendere Einheit ist die Region. Denn matriarchale Gesellschaften bilden keine Staaten, glücklicherweise, sondern sie bilden vernetzte Siedlungen in einer Region. Die Regionen können zum Teil groß sein, zum Teil kleiner, das hängt von ihrer Geschichte und den natürlichen Gegebenheiten ab. Also in einer Region beraten dann alle Städte und Dörfer zu einem Problem, was die Region angeht, und die Beratung fängt wieder in jedem Clanhaus an. Denn dort leben die Menschen, dort passiert die reale Politik und nicht bei übergeordneten Gremien. Die haben sie nicht. Das heißt, zu dem Problem der Region beraten die Clanhäuser, dann geht das auf Dorfebene weiter, dann wird von den Dörfern oder Städten ein Delegierter, das ist meist ein Mann, es ist in der Regel ein Mann, weil damit sind oft weite Reisen verbunden, die treffen sich dann auf dem regionalen Rat, aber die entscheiden auch nicht über die Region, sie tauschen nur aus, was in den einzelnen Gemeinschaften der Region beraten worden ist. Dann stellen Sie sich vor, natürlich sind sie sich dann nicht gleich einig, dann gehen die regionalen Delegierten wieder zurück in die eigenen Siedlungen. In den Siedlungen gehen sie wieder zurück in die Clanhäuser, die Dorfdelegierten, und dort wird in den Clanhäusern weiter beraten. Über diese verschiedenen Gremien hinweg, bis die ganze Region zu einem Problem Einigkeit gefunden hat. Das klingt kompliziert und langwierig, es ist aber nicht langwierig. Denn Sie haben diese verschiedenen Räte, Sie haben ein sehr ausgeklügeltes System dieser verschiedenen Räte, die kennen das, und dann geht das relativ fließend zu dem umfassenden Rat wieder zum anderen. Der Witz dabei ist aber, alle Politik entsteht im Clanhaus. Es gibt keine übergeordneten Instanzen wie bei uns, an die praktisch die Bürger ihre Verantwortlichkeit abtreten, die Bürgerinnen sowieso, und die dann über unsere Köpfe hinweg beraten und entscheiden. Das ist ganz unmöglich, das geht doch nicht. Das heißt, ich muss mal wieder drauf drücken. Das heißt, wenn man es mit einem modernen Begriff bezeichnen möchte, haben Sie durch dieses sehr raffinierte und kluge System der Räte eine perfekte Basisdemokratie. Da geht keine Stimme verloren. Da müssen auch keine regierenden Leute gegen die Opposition ankämpfen, denn das gibt es gar nicht. Ich habe von einer indigenen Frau in Asien mal gehört, ich glaube es war eine Minangkabau, die hat gesagt, ja, als die Europäer kamen, dann wollten sie uns ihr Demokratiesystem nahebringen. Da haben wir uns doch sehr gewundert. Denn unser System ist doch viel demokratischer. Und stellen Sie sich vor, wenn die Minderheit, kann ja 40% betragen, die wird dann stimmlos gemacht, hat nichts mehr zu sagen. Das muss ja Unfrieden geben. Das war ihre Antwort. Fand ich sehr einleuchtend. Gut, auf der politischen Ebene sind sie egalitäre Konsensgesellschaften, so wie ich es Ihnen jetzt erläutert habe. Auf der kulturellen Ebene, matriarchale Gesellschaften haben keine Großreligionen mit einem sehr fernen, allmächtigen, omnipotenten, aber völlig unsichtbaren Gott,
Das wäre für Sie überhaupt keine Vorstellung. Sondern Sie verehren das, was sichtbar ist in der Welt, sichtbar, fühlbar, ständig, alle Lebensprozesse, Lebensströme, alles, was das Leben der Menschheit erhält. Das ist alles, was es gibt auf der Erde, das ist alles, was vom Himmel als Regen oder Sonnenschein kommt, als Wind, das sind die Pflanzen auf der Erde, das sind die Tiere, das sind die Kräfte in den Menschen selbst. Das heißt, das Göttliche ist für sie immanent. Die Welt selbst ist das Göttliche. Die Mutter Erde, die alles erhält, die Menschheit hervorgebracht hat und nährt, und das Universum, das bei ihnen auch als große Schöpferin, Göttin gesehen wird, die Mond und Sonne und die Sterne gebiert. Das heißt, die Welt wird als weiblich schöpferisch gedacht. Sie haben eben deswegen auch kein, das ist kein dualistisches Weltbild und auch keine dualistische Moral. Denn ein dualistisches Weltbild ist eins, wo ganz oben fern ein Gott sitzt und da unten ist die Welt mit uns. Das ist völlig gespalten. Das Göttliche und das Weltliche ist gespalten. Denn bei ihnen ist die Welt von allen göttlichen Kräften durchwirkt, von denen sie selbst ein Teil sind. Denn in jedem Menschen wirken in seiner Seele auch göttliche Kräfte oder in seinen Gaben. Das heißt, so etwas kann man dann auch, muss man auch dann nicht in einer großen Religion formulieren, sondern es ist die ständige Feier des Lebens und alles, was das Leben erhält, selbst. Das feiern sie in konkreten Ritualen und Festen. Wie gesagt, sie feiern die Natur, sie feiern alles, was in der Gesellschaft ist. Es gibt Feste für die Frauen, Feste für die Männer, Feste für die Knaben, Feste für die Mädchen. Es gibt die Lebensstadienfeste. Alles, was im Leben passiert und sich ereignet, wird gefeiert. Denn das Leben selbst ist das große Wunder und nicht irgendein ferner, jenseitiger Gott. Das heißt, es ist auch in dem Sinne keine Religion mit Dogmen oder Gesetzen oder heiligen Büchern, sondern es ist eine ritualisierte, praktische Religion. Und es würde matriarchalen Menschen nie einfallen, Leute einer anderen Region missionieren zu wollen. Denn angenommen, sie leben in einem Berggebiet und feiern eine Berggöttin, warum sollen sie dann zu einem anderen benachbarten Volk gehen, das eine Meeresgöttin verehrt, weil es am Meer lebt, und denen die Berggöttin beibringen? Das würde ihnen völlig absurd vorkommen. Ja, ich will nochmal zurückgehen zu diesem Wiedergeburtsglauben. Sie haben die Vorstellung bei ihnen ist nicht linear, wie oft bei uns. Also das Leben beginnt mit der Geburt und dann geht es da so vor sich hin und am Ende kommt der Tod und es ist vorbei. Und dann gibt es vielleicht noch Paradies und Hölle oder auch nicht, je nachdem. Sie denken in Kreisläufen. Die Kreisläufe, die Sie in der Natur, in den Jahreszeiten sehen, die Sie am Himmel sehen, die stellen Sie sich auch vor für das menschliche Leben, das Leben überhaupt. Das heißt, das Leben geht zum Tod und der Tod ist ein bestimmter Teil und kehrt ins Leben wieder zurück. Das ist die Idee der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt fügt sich in dieses zyklische Denken ein. Denn Leben und Tod sind keine absoluten Größen, sondern sie sind wandelbar. Das eine wandelt sich in das andere und das andere wieder in das eine. Das ist für sie sehr konkret. Das ist nicht irgendeine allgemeine verblasene Seelenwanderung, sondern sie stellen sich vor, dass jeder Ahn und jede Ahnin ihrer Sippe oder ihres Clans irgendwann, wenn sie oder er es will, wiederkehrt, und zwar als die Kinder in demselben Clan, geboren von den jungen Frauen. Darum sind Kinder für sie wiedergeborene Ahnen und Ahninnen und sie sind ihnen heilig. Die Frauen werden in matriarchalen Gesellschaften nicht verehrt, weil sie gebären können, sondern weil sie wiedergebären können, weil sie die Gabe haben, Tod wieder in Leben umzuwandeln. Das wird als die spirituelle Kraft und Macht von Frauen angesehen, ohne dass sie daraus irgendeine politische Macht machen könnten, würden sie ja gar nicht wollen. Das ist diese Sache mit der ganz konkreten Wiedergeburtsauffassung und Ahnenkult, was da steht, ist im Grunde ein bisschen schwach ausgedrückt, denn natürlich verehren sie die Ahnen und Ahnen auf der anderen Seite der Welt, in der Anderswelt, denn für sie ist das die andere Seite des Clans, die gehören zum Clan dazu,
Denn sie wissen ja gar nicht, wann die wiederkehren wollen. Darum sorgen sie dafür, dass die Ahnen und Ahnen in der Anderswelt es auch gut haben. Durch kleine Gaben, durch Gebete, durch Erinnerungen und Gedenken. Ich möchte Ihnen eine kleine Anekdote erzählen, wie konkret das für Sie ist. Als ich bei den Mosero forschte mit einem Frauenteam, wir saßen im Clanhaus am Heiligen Herd und die Matriarchin bewirtete uns und ab und zu kippte sie einen kleinen Schluck Schnaps in das Feuer, das dann hell aufflammte. Dann sagte sie zwischendurch, hier Ahnenfrau, schau, das ist für dich. Schaut durch die Sparren des Daches herunter, wir haben Besuch aus einem fernen Land. So konkret ist der Ahnenglaube, das ist nichts was Heiliges, Entferntes, das ist mitten im Alltag drin. Die Ahnen ist eben konkret da und schaut jetzt durch das Dach herunter. Als Beispiel. Ja, ich hatte das schon erläutert. Ich nenne auf der kulturellen Ebene matriarchale Gesellschaften deswegen sakrale Gesellschaften und Kulturen der Göttin. Sakrale Gesellschaften nicht, weil sie so einen Priesterkönig haben, der alle anderen beherrscht, sondern weil alles in ihrem Leben sozusagen heilig ist, heilend, und weil sie alles auch feiern. Ja? Sie trennen das Sakrale und Profane nicht. Das heißt, ganz konkrete Tätigkeiten im Alltag, wie Samen in die Erde legen oder bei den Frauen töpfern oder weben, sind für sie rituelle und sakrale Angelegenheiten. Das wird nicht getrennt, das hat alles eine tiefe Bedeutung. Also sakrale Gesellschaften und Kulturen der Göttin. Nun möchte ich Ihnen Frauen aus einigen wenigen matriarchalen lebenden Ethnien zeigen. Ich entschuldigen Sie bitte, dass ich diesmal jetzt keine Bilder von den Männern zeige. Ich habe jetzt mal die Frauen bevorzugt. Es sind auch längst nicht alle, die ich glücklicherweise erforschen konnte, sondern einige wenige. Das ist eine Irokesin, Nordamerika, in der traditionellen Tracht. Und die Irokesengesellschaft ist heute weitgehend zerstört durch die Invasion der weißen Siedler. Aber ich rechne sie noch zu den gegenwärtigen Völkern, denn sie wurden durch Augenzeugen beobachtet und beschrieben. Das heißt, Gegenwart heißt alles, was wirklich von Augenzeugen, Ethnologen beschrieben und dargestellt wurde. Abgesehen davon versuchen sie heute, einige ihrer Traditionen wiederzugewinnen und wieder neu ins Leben zu rufen. Das ist eine Hopi-Großmutter. Die Hopi leben in Arizona, also im Südwesten der USA. Die sind auch matriarchal organisiert. Eine Hopi-Großmutter beim Korbflechten. Das Korbflechten ist eine spirituelle Tätigkeit. Das hat Bedeutung, die Muster, die sie da reinflicht. Und ihre Enkelin schaut ihr zu, die möchte das sicher gerne bald auch können. Leider ist die Kultur der Hopi heute im Niederbruch begriffen, wo es ein Volk ist von reichen künstlerischen Schaffen. Das ist ein enormer Verlust für die Menschheitsgeschichte. Hier sehen Sie ein Beispiel aus Mexiko, aus der Stadt Juchitán. Juchitán liegt am Pazifischen Ozean. Es ist eine Stadt von 10.000 Einwohnern. Das heißt, matriarchale Gemeinschaften sind nicht unbedingt immer ganz klein, es sind 10.000 Einwohner. Und dort haben sie die Verteilung, also die Teilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern, dass die Männer den Ackerbau machen, aber die Ernten bei den Frauen abliefern und die Frauen machen daraus die wunderbarsten Lebensmittel und die werden auf dem Markt frei angeboten. Das heißt, wenn man nach Juchitán kommt und hat Hunger, kann man überall etwas bekommen. Für Fremde verkaufen sie es natürlich nicht, aber wenn ihre Ehemänner kommen, die natürlich auf den Feldern gearbeitet haben, dann können sie dort alles haben. Das heißt, sie haben keinen privaten Haushalt, wo die Hausfrau alles alleine machen muss, sondern der Markt ist ihr Haushalt. Sie führen die ganze Stadt praktisch wie einen großen Haushalt. Und mit dem Marktwesen haben die Frauen dort die Ökonomie in der Hand, aber nicht, wie gesagt, als Besitz, sondern als Verteilung. Frauen haben in matriarchalen Kulturen immer das Recht der Verteilung aller Güter, die in ihre Hände gegeben werden, weil sie von der Auffassung ausgehen, dass Frauen nach den mütterlichen Werten allen gleich verteilen.
Ja, das ist der Blumenmarkt von Wichita. Nun ein Beispiel aus Afrika. Die Tuareg sind Berber, die im Lauf ihrer Geschichte in die Wüste ausgewandert sind. Sie sind matriarchal organisiert, was ja so erstaunt, weil die Tuareg-Männer sind ja als wilde Krieger bekannt, die sich sehr gegen die Kolonialisierung der Sahara gewehrt haben und gegen die Vereinnahmung ihrer Territorien durch die weißen Invasionen. Sie sind aber dennoch matriarchal organisiert, denn alles, was die Tuareg-Männer in ihrer traditionellen Gesellschaft durch ihren Karawanenhandel erworben haben, also Karawanen, die zum Teil Tausende von Kilometern durch die Wüste führen, das liefern sie bei den Frauen in den Zelten ab. Die Frauen hüten sämtliche Güter und ernähren davon die Kinder und sich und die Männer, wenn sie zu Gast sind. Das heißt, die Ökonomie wird in die Hände der Frauen gegeben. Außerdem haben sie die Mutterlinie. Und wenn ein Tuareg-Mann gefragt wird, also in der traditionellen Kultur, wieso er denn alle Güter den Frauen abgibt, dann sagt er erstens mal, die Frauen und Kinder sind ja die Zukunft unserer Gesellschaft. Die brauchen das, sie müssen das haben. Und außerdem, was ich in das Zelt gebe, ist dort fixiert und bleibt. Wieso soll ich die Güter auf meinen Handelsreisen mitschleppen? Darum gelangen alle Güter in die Hände der Frauen, die sie dann wieder gleich verteilen. Ein anderes Beispiel, das war eine matriarchale Ethnie auf einer griechischen Insel. Sie hatten so restmatriarchale Elemente, da habe ich noch eine hübschere Antwort erhalten. Da wurde ein Mann, der auch seinen ganzen Erwerb, durch sein Kunsthandwerk hatte, seiner Ehefrau gegeben. Es sind noch so restmatriarchale Elemente, es wurde in die Hände der Frauen gegeben. Dann hat ihn ein Mann aus Athen, der patriarchal orientiert war, gefragt, wieso gibst du denn dein ganzes Geld deiner Frau? Bist du denn verrückt? Das sagte er dann sehr erstaunt auch, ja, wem soll ich es denn sonst geben? Das zeigt die Haltung. Es ist noch die alte Tradition, dass die Güter in den Händen der Frauen nicht nur sicher sind, sondern da auch wieder gleich verteilt werden. Das ist ein Beispiel aus Westafrika. Die traditionellen Westafrikanischen sind ja heute modernisiert worden und sonst noch was alles. Aber die traditionelle Kultur in den westafrikanischen Staaten hatte so etwas wie eine Doppelheit. Es gab sozusagen eine Gesellschaft der Frauen und eine Gesellschaft der Männer. Und die Gesellschaft der Frauen, da gab es alle Ränge, also die Marktfrauen, die Marktkönigin, die Fischerfrauen, die Fischerkönigin, wie die Repräsentantin, die Königin Mutter für alle Frauen. Das sind die Repräsentantin. Die Königin Mutter. Die Männer hatten auch alle diese Ränge bis hin zum König. Der König war aber kein Monarch, sondern die waren abhängig von dem, was die Clans ihnen sagten. Die waren eher Repräsentanten von dem ganzen komplexen Gefüge. Das Interessante ist aber, dass die Königin Mutter, Sie sehen hier rechts eine Königin Mutter, der Akan, die leben überwiegend in Ghana, sie galt als das Staatsoberhaupt, als spirituelles Staatsoberhaupt. Dafür sie das Spirituelle das Wichtigste ist und das Wesentliche ist, war sie aus ihrer spirituellen Kraft heraus Staatsoberhaupt. Natürlich ohne Macht wie bei uns, sondern das ging auch da in den Clans über das Konsensprinzip. Sie waren Repräsentanten. Sie zeigt ihrer ältesten Tochter ihren Stuhl, ihren Thron. Das ist ihr Thron, auf dem sie magische Zeichen zeichnet. Also auch eine andere Form einer matriarchalen Gesellschaft, die aber die Eigenschaften, die ich Ihnen genannt habe, noch immer zeigt. Sozusagen eine doppelte, ich nenne das immer das Königin-Königtum, weil das doppelt ist, wobei das keine Monarchien sind. Ja, jetzt gehen wir zwei Beispiele aus Asien. Das sind Khasi-Frauen von den Khasi-Hills in Nordostindien. Dort leben die Khasi, die Garo und die Sinteng. Das sind matriarchale Ethnien, die sich dort in diese Berge geflüchtet haben. Sie haben vorher mal die ganze Gangesebene besiedelt. Als dann Invasion kam von den patriarchalen Völkern, haben sie sich in den Khasi-Hills angesiedelt. Sie sind heute auch noch Hunderttausende. Sie haben Städte und Schulwesen, Pressewesen, alles, was wir so auch kennen. Aber sie leben noch matriarchal. Das heißt, ich muss hinzufügen,
Etliche dieser heute noch lebenden matriarchalen Gesellschaften werden von außen bedrängt durch ihre patriarchale Umgebung. Und bei manchen hat sich auch im Inneren durch, wie soll ich sagen, durch die Geldökonomie, die da eingeschleust worden ist, haben sich auch innere Zwistigkeiten ergeben, so bei den Kasi. Ja, ich meine, sobald die Geldökonomie eingeführt wird und die Subsistenzökonomie des Ackerbaus geschwächt wird, haben sie Spannungen innerhalb der Gesellschaft. Leider ist das bei den Kasi der Fall. Das hat zu tun mit der Kolonisierung durch die Engländer und mit der Missionierung durch die presbyterianische Kirche. Dennoch haben sie im Allgemeinen ihre Mutterhäuser und ihre Mutterclans beibehalten. Ökonomisch ist es eher schwierig für sie geworden. So, jetzt noch das letzte Bild von den Mosuo, bei denen ich das Glück hatte, forschen zu dürfen. Das sind Mosuo-Frauen in ihren Trachten bei einem festlichen Tanz. Sie tanzen gern, sie singen gern, sie leben in Südwestchina nahe der tibetischen Grenze. Von ihnen könnte ich Ihnen vieles erzählen. Ich habe von ihnen so wunderbare Antworten auf alle meine dummen europäischen Fragen erhalten, dass ich wirklich viel gelernt habe. Viele Geschichten von ihnen, auch diese Geschichte mit der Besuchsehe und dass sie die Liebe nur so lange hält, wie sie da ist und so weiter und so fort. Das stammt alles von ihnen. Gut, jetzt möchte ich zu dem Thema Zukunft kommen, wenn Sie mir noch zuhören mögen. Ah. Ja gut, danke schön. Das heißt, ich habe das jetzt im Schnelltempo gemacht, aber Sie haben wenigstens einen Eindruck gewonnen, was es so an Vielfalt an Lebensformen und Kulturformen auf unserer lieben Erde noch gibt. Nun ist natürlich die Frage, die mich immer beschäftigt hat, auch die vielen Frauen und einige Männer, die das gehört haben, sich dafür interessierten, was fangen wir denn damit an, für unsere Zukunft? Also, ich will Sie nicht gleich mit einem neuen Matriarchat überfallen, sondern ich möchte erst einmal was sagen zu unserem modernen Patriarchat. Denn das Patriarchat ist ja nicht zu Ende mit den paar Patriarchen in der Bibel. Das ging ständig weiter als Herrschaft der wenigen Herrschenden über die vielen, also über viele Männer und alle Frauen in der Regel. Und es ging weiter bis zu unserem Industriepatriarchat und heute leben wir mittendrin im kapitalistischen Patriarchat. Das können Sie daran ermessen, wenn Sie mal überlegen, wohin die Arbeit, die Mühe und der Verdienst vieler Menschen fließt, nämlich zu ganz wenigen Leuten in den transnationalen Konzernen, die so viel Macht haben, dass sie sogar unsere Nationalregierungen manipulieren, und zwar zum Schaden der Bürger. Wenn das nicht patriarchal ist, es wird manchmal so getan, als ob wir so liberal sind und die Frauen sind ja schon so befreit und können so viele Berufe ausüben. Aber wie sieht denn das ganze Bild aus? Nicht? Mittlerweile merken viele Menschen, immer mehr Menschen, dass dieses System in allen Fugen kracht und knirscht. Das hatten wir zuletzt mal bei dieser berühmten Bankenkrise, die hier nach Europa importiert wurde aus USA. Ja, da haben wir das mal zu spüren bekommen. Ferner merken wir sehr genau, wie dieses System unsere Gesundheit und unser Leben insgesamt gefährdet durch die Zerstörung der Biosphäre. Also das ist mittlerweile im allgemeinen Bewusstsein angekommen. Und dass das nicht die Mehrheit der Menschen ist, sondern dass das, wie gesagt, genau diese Global Players sind, die alles für sich erraffen und alles, was gratis da ist, die Erde ist ja immer gratis da, alles maßlos ausbeuten, das ist mittlerweile auch bekannt. Da leben wir drin und viele Menschen erfüllt das berechtigt mit großer Sorge. Und viele Menschen denken, wie kommen wir da raus? Zum Glück gibt es schon viele, die handeln. Das sind all die Menschen in den alternativen Bewegungen. Die handeln bereits, um wenigstens da, wo sie wirken können, rauszukommen. Seien es, dass die ökologischen Bewegungen, die Friedensbewegungen, die Gemeinschaftsbewegung, die Frauenbewegung übrigens ganz wichtig, die wollen auch raus aus diesem patriarchalen System. Hinzu kommen noch die Bewegungen der indigenen Völker, die ihr traditionelles Kulturerbe wiedergewinnen wollen und so weiter. Das sind nicht wenige, nur weil die keine Mainstream-Newspapers haben, keine Megapresse, hört man nicht viel von ihnen, aber sie sind da und sie sind sehr aktiv. Ich finde, allein diese Situation spricht ja schon Bände.
Und nun komme ich noch als kleine Matrascherzforscherin dazu und sage, der Weg könnte noch sehr viel mehr intensiviert werden. Ja, ich fange mal auf der ökonomischen Ebene an. Was ich Ihnen jetzt präsentiere, ist keine Forschung, sondern das sind Ideen, die durch viele Gespräche und Dialoge mit vielen Menschen entstanden sind. Natürlich auf dem Boden meiner Matriarchatsforschung habe ich schon lange darüber nachgegrübelt, wie kriegen wir denn den Weg heraus aus dem Patriarchat und hinein in ein modernes, zeitgemäßes Matriarchat. Wir können nicht zurückkehren zu traditionellen Matriarchaten, aber wir können ja immerhin ein paar Überlegungen machen, wie ein neues Matriarchat aussehen könnte und wie wir da hinkommen. Und das möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Das ist jetzt die Zukunftsangelegenheit. Also, was Subsistenzökonomien sind, hatte ich Ihnen kurz erläutert. Die leben von dem, was eine Region gibt. Und das geht nicht über eine Region hinaus. Wie gesagt, dann braucht man nicht die Erdbeeren zu Weihnachten aus Florida und so weiter und so fort. Nicht dieser Transport von Lebensmitteln um die ganze Erde, während 800 Millionen Menschen am Verhungern sind, das ist grotesk, da geht es ja gar nicht mehr. Das heißt, regionale Subsistenzökonomien schaffen und wo sie da sind, sie stärken und erhalten. Denn Sie alle wissen, dass die ökologischste Größe ist die Region. Sie kennen das doch aus den Biomärkten, Obst aus der Region, Gemüse aus der Region und so weiter. Die ökologischste Größe ist die Region, weil die Wege kurz sind und die Menschen das konsumieren, was die Region gibt. Die Region muss dabei gar nicht so furchtbar klein sein, sondern sie ist so groß oder klein, wie die Menschen in der Region dasselbe bestimmen. In solchen regionalen Gruppierungen bestehen natürlich auch aus regionalen Betrieben. Das sind oft Gemeinschaftsbetriebe. Wir kennen ja noch die traditionellen Familienbetriebe, Handwerksbetriebe, Gaststättenbetriebe, Landbetriebe und so weiter. Die muss man stärken, denn die arbeiten schonend mit der Erde. Und sie bilden bereits schon naturgewachsene Gemeinschaften. Die müssen auch nicht auf dem Weltmarkt verkaufen. Sie müssen auch nicht mit dem Weltmarkt konkurrieren, ne? Sondern sie tauschen und verkaufen oder schenken in Kreisläufen, die nur für die Region gültig sind. Es hat mal ein interessantes Experiment gegeben in Bayern, in einer Region, die hat sich von dem Weltgeld abgelöst und mit Regiogeld gearbeitet. Sie haben auch Tauschringe gehabt und Schenkeringe, aber nicht alles lässt sich über Tauschen und Schenken bewältigen. Wenn Sie zum Beispiel Tomaten von Wien nach Graz befördern wollen, ist das nicht so günstig. Das ist zu weit. Da benutzt man vielleicht eher dann eine Art Regiogeld. Also da haben sie Regiogeld eingeführt und viele Betriebe haben mitgemacht. Die Leute haben auch nur dabei diesen Betrieb mit ihrem Regiogeld eingekauft. Die Folge war, dass es innerhalb von wenigen Monaten, ich weiß nicht, wie lange das Experiment dauerte, in der Region enorm gut ging. Das heißt, es fließt aus den Regionen nichts mehr weg, woanders hin, in den Welthandel oder den, was weiß ich noch, den EU-Markt, wo ohnehin die Produzenten meistens zu kurz kommen und erheblich ausgebeutet werden. Regiogeld sind nur tauschbare Gutscheine, mit denen kann man überhaupt keine Zinsen auf der Bank erwerben. Gut, heute kann man das sowieso nicht mehr, aber es ist ja egal. Dafür manipulieren andere das Geld dermaßen, dass sie nicht nur Zinsen haben, sondern gewaltige Boni, die jeden Minimalzins, den wir Sparer jemals hatten, gewaltig übertreffen. Also die Manipulation des Geldes fällt dann weg. Gut. Dann möchte ich auf eine Tatsache aufmerksam machen, dass heute noch Mütter auf der ganzen Welt mit ihren Gärtchen oder kleinen Landstücken die Hauptträgerinnen von Subsistenzökonomien sind. Ich denke, das haben Sie ja auch in Österreich reichlich noch mit Frauen. Vor allem in den Ländern der sogenannten Dritten Welt, wo die Armut grassiert, halten Frauen die Familien in der Regel am Leben durch diese kleine Garten- oder lokale Landwirtschaft. Sie produzieren laut UNO-Bericht ca. 60% der weltweit produzierten Nahrung.
Das hat mich sehr überrascht, aber es ist eine Tatsache. Das heißt, Frauen muss das wieder in die Hände gegeben werden, denn sie sorgen für ihre Familien, einschließlich natürlich ihre Söhne, Brüder und Geliebten. Aber sie sorgen dafür, das ist das matriarchale Prinzip. Das hat übrigens in manchen Gebieten hat es schon die moderne Entwicklungshilfe entdeckt. Sie haben nämlich festgestellt, dass wenn sie Geld an Familien geben und sie geben es den Männern, dann tragen die das häufig ins Wirtshaus oder zu ihren, wie gesagt, Konkurrenzspielen unter Männern. Dann hat man umgeschwenkt in der Entwicklungspolitik und gibt das Geld den Frauen. Und siehe da, sie verwenden es für die Familien, einschließlich der Männer. Das sieht man. Es ist natürlich ein verschiedenes Rollenbild, was da eine Rolle spielt, aber leider ein patriarchales und ungutes. Land sollte überhaupt nicht mehr käuflich sein. Auch Häuser nicht mehr, Wohnen nicht mehr. Es gab in Europa noch lange nach dem Mittelalter das Prinzip der Allmende. Das war Land, das der ganzen Dorfgemeinschaft gehört und von allen genutzt werden kann. Warum ist Land eigentlich Privatbesitz? Es ist völlig absurd, vor allem mit überteuerten Preisen. Land ist Allmende und gehört allen. Und darauf können natürlich Häuser gebaut werden. Aber auch Häuser sind nicht käuflich. Denn dass heute Menschen für Wohnen oder Häuser, wo sie wohnen wollen, sich fast arm bezahlen müssen, das ist absurd. Ja, kommen wir zur sozialen Ebene. Ich will jetzt überhaupt nicht verlangen, dass sie von heute auf morgen die Mutterlinie wieder einführen sollen. Das wäre zu viel verlangt. Denn wir sind doch einfach mal in der Situation, dass wir von Mutterschaft und Vaterschaft biologische Begriffe haben. Die haben ja auch ihren Sinn. Aber was keinen Sinn macht in unserer Gesellschaft, ist das Auseinanderfallen von jedem sozialen Zusammenhang. Bis zur Industrialisierung lebten die Menschen in Großfamilien, allerdings patriarchaler Art, die von den Frauen dann, sobald sie konnten, verlassen wurden. Dann entstand die bürgerliche Kleinfamilie, die spätbürgerliche Kleinfamilie, aus dem arbeitenden Mann, der Hausfrau und den Kinderlein. Diese Kleinfamilie, es ist ja heute noch so ein heiliges Gut, dass jeder Staat sie schützt. Dabei wissen wir sehr gut, dass sie gar nicht richtig funktioniert, nur im Idealfall. Nicht? Das zeigen die Scheidungsraten und das zeigen die verwaisten Kinder, das zeigen die Patchwork-Familien und was wir so alles haben. Trotzdem halten sie alle an der Kleinfamilie fest, wo im Grunde ein Mann und eine Frau sämtliche Probleme der Kinder, der Schule, des Lebens, vielleicht auch noch verschiedener Weltanschauungen alleine meistern sollen auf dem Boden der romantischen Liebe. Sagen Sie mir mal, wie lange die hält in so einer Ehe? Bis zum Lebensende? Nein, nicht? Also, die Kleinfamilie wird deswegen vom Staat geschützt, nicht weil sie so ideal ist, sondern weil die Menschen sich dann sehr gut beherrschen lassen. Die Frauen sind sowieso überlastet mit den Familien und Beruf heutzutage. Da haben sie ja nicht so viel Unterstützung, auch nicht. Die Männer sind aber auch abhängig. Denn wir müssen ja die Familie ernähren und sie müssen in Berufsstrukturen unbedingt sich durchbeißen gegen Konkurrenten, damit sie nicht unten runterfallen und mitsamt Frau und Kinder verarmen. Und Menschen, die ständig gestresst sind, kann man wunderbar von oben beherrschen. Deswegen, ich habe die Beobachtung gemacht, ist auch allgemein bekannt, matriarchale Gesellschaften heute, die diese Clans noch haben, die können sich natürlich durch diese Gemeinschaften der Clans gegen all diese neumodischen Anfechtungen sehr gut schützen. Darum, wenn Staaten diese Gesellschaft zerstören wollen, dann setzen sie alles daran, die Kleinfamilie einzuführen und die Clans zu zerstören. Eine matriarchale Frau, die diese Situation sehr deutlich beobachtet, war eine Kasi, die hat gesagt, die Kleinfamilie, die sollen wir jetzt annehmen. Die Kleinfamilie ist die Versklavung der Frau. Warum? Weil Frauen da... Der Frau, ich spreche jetzt mal von der Frau. Denn die Frau hat alle möglichen Bürden in der kleinen Familie alleine zu bewältigen. Das ist ein Ausspruch einer matriarchalen Frau. Sicher, ich bestreite überhaupt nicht, dass Männer in dieser patriarchalen Gesellschaft auch ihren Druck ertragen. Ganz klar. Aber Frauen ertragen doppelten Druck.
möchte Ihnen auch erklären, warum. Männer werden unterdrückt, viele über die Arbeitssituation. Frauen auch, noch ein bisschen mehr, weil sie schlechter verdienen. Und Frauen werden in patriarchalen Gesellschaften obendrein noch unterdrückt über ihr Geschlecht. Es ist eine doppelte Unterdrückung. Das müssen wir auch mal zur Kenntnis nehmen. Was ich vorschlage oder was meine Gedanken dazu sind, das ist weg von diesen wirklich krankmachenden Mustern hin zur Gemeinschaftsbildung. Wir können heute nicht mehr, die wenigsten, manche Menschen leben noch in sehr schönen drei Generationen zusammenhängen, das ist aber eher ein glücklicher Zufall. Es geht aber auch anders. Wir können ja nicht mehr zu blutsverwandten Clans zurückkehren, aber viele Menschen fangen heute an, wahlverwandte Gemeinschaften zu gründen. Bei Wahlverwandtschaft sind die Menschen gesinnungsverwandt, sie schätzen sich, weil sie gleiche Ansichten haben und sie bilden wahlverwandte Gemeinschaften. Die sind nicht so, wie soll ich sagen, so fixiert wie blutsverwandte Gemeinschaften, sie sind aber auch nicht so offen wie irgendwelche beliebigen Interessengemeinschaften. Es sind wahlverwandte Gemeinschaften, wie sie zum Beispiel heute auch in der Gemeinschaftsbewegung entstehen, zum Teil wirklich mit gutem Erfolg. Ich kenne einige, die gibt es schon 30 oder 40 Jahre lang. Und die Menschen machen darin sehr interessante Erfahrungen. Sie lassen nämlich diesen übertriebenen Individualismus unserer Gesellschaft hinter sich, vielleicht auch die ganzen egoistischen Mechanismen, die wir antrainieren müssen, um zu überleben, können sie auch hinter sich lassen. Und sie entwickeln das, was wir meistens verloren haben, nämlich wieder einen neuen Gemeinschaftssinn. Ich schätze das, was sie tun, das ist wirklich eine große Leistung in unserer Zeit. Es gibt nur einen Haken bei der Sache und das würde ich betonen wollen. Wenn diese Gemeinschaften wirklich matriarchal werden sollen, dann müssen es Frauen sein, die sie gründen und initiieren. Und wissen Sie, warum das so notwendig ist? Weil nämlich Frauen mit Kindern, vor allem alleinerziehende Mütter, die verletzlichste Gruppe in unserer Gesellschaft sind. Die sind alleingelassen. Und solche von Frauen gegründeten Gemeinschaften könnten sich genau solche Gruppieren, nämlich die jungen Frauen mit Kindern, auch die Single-Mütter mit Kindern bilden. Die können sich auch selber zusammentun. Es können ältere Frauen dazukommen, es können ältere Männer dazukommen. Männer, die wirklich prosoziales Verhalten haben und diese Gruppe unterstützen. Das heißt, auf die Weise kommt die verletzlichste Gruppe der Gesellschaft, nämlich Frauen und Kinder, wieder in den Mittelpunkt, in die Mitte, wird am meisten geschützt, denn, Sie werden es kaum glauben, wir sind zugleich die wichtigste Gruppe in jeder Gesellschaft, denn ohne Frauen und Kinder gibt es keine Zukunft für keine einzige Gesellschaft. Von ihnen hängt das Leben der Zukunft ab. Das wird Ihnen allerdings nicht erklärt, darum erkläre ich es hier mal deutlich. Das ist in matriarchalen Gesellschaften in dieser Hinsicht eben gut organisiert. Und die Männer haben ein hohes Ethos, denn sie wissen, ich habe jetzt einen Ausspruch, dass, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ein matriarchaler Mann hat gesagt, die Frauen bringen das Leben, aber wir Männer beschützen das Leben. Das heißt, die Männer sehen ihre Aufgabe darin, diesen empfindlichsten und wichtigsten Kern jeder Gesellschaft, nämlich Mütter und Kinder, zu schützen. Und das tun sie auch sehr aktiv. Das wäre so die Struktur eines matriarchalen neuen Clans. Und darin wirken natürlich mehrere Generationen zusammen. Denn heute fallen ja auch die Generationen auseinander. Wir haben ja fast eine Gesellschaft, wo die sich in Altersklassen auflöst und die haben untereinander fast nichts mehr zu tun. Da gibt es da die Kinder, dann gibt es die Schulkinder, dann gibt es die jungen Erwachsenen, dann gibt es die Alten im Altersheim oder sonst wo. Das heißt, die Generation hat miteinander fast nichts mehr zu tun. Da geht ein großer Schatz, ein Austausch an Erfahrungen verloren. Die Jungen können von den Alten lernen und die Alten können sehr, sehr viel lernen von den Jungen. Und das geht völlig verloren in unserer Gesellschaft. Das ist ein Desaster, würde ich mal sagen. Gut. Ja, auf der politischen Ebene. Das heißt, wenn wir wirklich wieder zur Basisdemokratie kommen wollen, müssen wir das Konsensprinzip pflegen. Die Wahlgemeinschaften, die es heute gibt, die tun das bereits. Sie versuchen, ihre Angelegenheiten durch Konsens zu lösen. Auch das ist eine sehr gute und sehr wichtige Schulung. Da gibt es dann nicht mehr
diese Gruppeninteressen, sodass Gruppen gegeneinander kämpfen. Unsere Gesellschaft ist zerrissen von verschiedenen Gruppeninteressen, nicht? Und die Gruppe, die das meiste Geld hat, die obsiegt dann immer. Das heißt, wir haben eine sehr heterogene und in sich zerrissene und instabile Gesellschaft. Das sieht man an den vielen sozialen Auseinandersetzungen. Man kann über diese Weise, auch wenn Sie sich jetzt vorstellen, mehrere solcher Gemeinschaften in einer Region, die sich untereinander vernetzen, kann man auch in einer ganzen Region eine echte Basisdemokratie wieder schaffen. Ja, hier füge ich noch das Prinzip des Regionalismus hinzu, denn solche Basisdemokratien können nur bis zur Größe der Region funktionieren, denn die müssen ja transparent sein. Und da muss man so ungefähr die Personen kennen in der Region, ungefähr. Während Sie wissen selbst, in den Nationalstaaten, da besteht keine Transparenz mehr in der Politik, mal ganz abgesehen von den hierarchischen Strukturen. Und je größer das Ganze wird, ja, Deutschland ist dann noch größer als Österreich, noch intransparenter, die EU ist noch größer, ist noch viel weniger transparent. Je größer das Ganze wird, desto weniger hat der einzelne Mensch überhaupt noch etwas zu sagen. Und das ist letzten Endes eine inhumane Politik. Ist nicht menschlich. Und sage ich hier sehr kühn, Sie können es ja lesen, Institutionen der Macht, die Nationalstaaten, Staaten bilden Supermächte, verquickt mit transnationalen Konzernen und von riesigen Militärapparaten geschützt, sind in einer modernen matriarchalen Gesellschaft überflüssig. Kulturelle Ebene. Ich kann mich jetzt kurz fassen, denn Sie haben mir jetzt schon lange mit Geduld zugehört. Alle hierarchischen, männlich beherrschten Religionen mit absolutem Wahrheitsanspruch kann man hinter sich lassen. Stattdessen eine neue Heiligung der Welt, in Anführungsstrichen, das Heiligung hat hier mit Heilen zu tun, das Wort heilig stammt von heilen. Eine geheilte, heilige Welt, unsere Mutter Erde, die der wieder mit Liebe und Fürsorge begegnet wird. Dann hört auch diese Ausbeutung auf und wenn wir aus der Klimakrise und sonstigen Krisen rauskommen wollen, dann geht das nicht so. Alles in der Welt wieder als göttlich verehren. Das heißt, wenn wir alles als göttlich respektieren, dann müssen wir auch keine Hierarchien bilden, wo der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Das heißt, deutlich gesprochen, der Mann die Krone der Schöpfung. Sowas ist überhaupt nicht mehr notwendig. Denn ich meine, Tiere und Pflanzen haben auch ihre Weisheit. Man könnte die auch mal ein bisschen besser verstehen. Es gibt auch keine religiösen Institutionen mehr. Matriarchale Spiritualität durchdringt auf diese Weise alles und wird ein normaler Teil des Alltags. Sie verbindet die Menschen untereinander in ihrer Vielfalt, die Völker in ihrer Vielfalt, alle Lebewesen in ihrer Vielfalt nach dem matriarchalen Prinzip. Der Reichtum ist die Vielfalt des Lebens, der Reichtum auf der Erde ist der Wert an sich. So, da waren wir doch schon mal. Ja, ich muss mal schauen. Ja, ich bin jetzt zu Ende und ich danke Ihnen für Ihre Geduld.